Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Dinkum. Ich habe jetzt die Nägel schon mal hergestellt, habe jetzt nochmal Eisen in Auftrag gegeben, beziehungsweise Zinn. Ein Barren haben wir auch noch im Inventar. Ich weiß nur noch nicht so richtig, wie wir das hinbekommen sollen mit dem Wellblech. Ich dachte, das können wir nämlich hier noch nicht machen. Vielleicht weiß die Oma mehr, vielleicht können wir im Laden was besorgen. Ansonsten fehlt ja jetzt nur der Cooking Table, aber der ist ja jetzt nicht wichtig, um ein Blechdach zu machen. Wir schauen gleich mal. Vielleicht können wir es auch beim Händler kaufen. Weiß es nicht. Warte jetzt noch mal kurz, bis der Barren hier durch ist. Dann nehme ich den mal mit. Obwohl, der kann ja auch eigentlich hier liegen bleiben. Naja, jetzt ist er fertig. Vielleicht finden wir es auch in diesen Fässern, die hier so auf der Insel verstreut sind. Mal sehen, ich guck mal eben. Ja, tatsächlich, da hatten wir was. Okay, dann brauchen wir noch ein weiteres. Okay, dann bin ich jetzt motiviert, das nächste Fass zu finden. Vorne ist auch schon eins. Und da haben wir das zweite Wellblech. Jetzt hier nehme ich nochmal eben mit. So, dann gehen wir mal rüber und gucken mal. Da müssen wir jetzt eigentlich alles zusammen haben. Ja, bla bla, komm. Ace. Das. Und das. Alles ist da. Ah, morgen. Morgen geht's dann los. Gut, es ist jetzt schon Nachmittag. Kann noch mal hier eben ein Insekt fangen und dann kann ich hier mal ein bisschen Zeug wieder verkaufen. Was wir natürlich auch in seinem neuen Geschäft dann auch shoppen können. Wäre nice. Tag. Ja. Gib dem mal alles, so was ich hier habe, weil. Nein, auch nicht alles, aber meiste. Oh, ich denke mal, so ist okay. Oh, nice, fast 4000. Da haben wir jetzt doch erstmal eine Grundlage, oder? Haben wir direkt hier ein paar Quests erfüllt. Erste Mal über 10.000 gekommen. Wie gesagt, man hat hier ständig irgendwelche Meilensteine, die man erreichen kann. Das Spiel geht halt immer und immer weiter. Haben wir hier noch ein neues Tool? Können wir ja noch gar nicht. Oder warte mal, muss ich vielleicht eine Lizenz bei der Oma kaufen, um Tools zu bauen? Gucken mal, bin jetzt neugierig. Hallo. Zeig mir mal deine Lizenzen. Mining Phishing Lizenz haben wir auch noch nicht. Okay. Schaufel Lizenz holen wir uns auch mal. Phishing Lizenz holen wir uns mal. Metalldetektor dürfen wir dann holen und dann nutzen. Basic, also die grundlegenden Waffen. Holzschläger und Speer, Hammer. Ja, jetzt lernt man hier so ein bisschen den Stuff, ne? Ah, das ist jetzt Level 2 davon, aber gucken wir mal. Hier fallen Basics auch davon. Ganz okay.
Passing Options, okay. Okay, eine Steintreppe, Steinweg, Zementweg, Zementtreppe, Holzweg, Holztreppe, wieder Holz aus verschiedensten Holzarten. Okay, einfache Brücken. Jetzt sehen wir mal so ein paar Bauoptionen, ist ja auch halt nice. Okay, eine Steinbrücke, normalen Holz, Gumwood Bridge. Also aus Brick. Unseren Gürtel-Slots um 1 erweitern, auch nice. Also es ist schon durchaus sinnvoll, bei der Oma Dinge zu machen. Farming. Sense und dann können wir auch eine Mühle und ich denke mal, da können wir auch bald Sachen überhaupt mal anpflanzen. Also ist schon cool, ne? Man braucht hier für alles eine Erlaubnis, aber gut, da arbeitet man so ein bisschen drauf hin mit den Zielen, ne? Wir haben schon eine Menge geholt, es gibt aber noch eine Menge zum Freischalten, also so einfach kommt man hier nicht so da durch das Spiel, dass man hier mal eben alles freischalten kann, aber wir haben ja noch nicht so viel Zeit investiert, wenn man jetzt hier mal schaut, was man hier noch alles machen kann, also Einträge und Muscheln gesammelt, Sachen kaputt gemacht und Beziehungen, also Quests für die Leute aufgebaut. Zeit durch alles und es wird ja, man kriegt ja alles noch dazu. Also es kommen ja noch verschiedenste Kategorien dazu. Das ist ja fast wie in Deutschland, man braucht für alles eine Genehmigung. Ja, das stimmt. Ich wundere, dass wir keine Genehmigung am Anfang kaufen durften, mussten, um hier laufen zu dürfen. Das, ja. So, das gute Fleisch. Jetzt haben wir ein Slot mehr. Das ist ganz cool eigentlich. Ah, nein. Ganz vergessen, dass das so ist. Deswegen hatte ich das Feuer ursprünglich ja weggemacht von der Hütte. Aber auch dafür, dass wir Damage bekommen haben in Punkten halt, wie viele Punkte Schaden man bekommt, kriegt man sogar Punkte dafür. Also das ist unglaublich, man kriegt hier für alles Punkte. Ich möchte gleich gerne mal gucken, was man noch so craften kann. Also jetzt kommen so die interessanten Sachen. Nein, noch nicht das Feuer aufheben. All die interessanten Sachen im Spiel, in Sachen, ja, Möglichkeiten, die man dann noch so hat. Und der Laden ist ja noch nicht mal da und wir haben jetzt so viel freigeschaltet schon mal. Da guck mal, was wir jetzt hier schon für Möglichkeiten haben. 3 und der Speer hat 4 Verteidigung und Angriff halt jeweils. Ich würde mal einen machen, damit können wir dann definitiv besser auf die Jagd gehen. Also dafür brauchten wir zum Beispiel schon einen Zinnbarren. Also das hat alles. Oh, haut langsam zu, aber 8 Schaden. Der Hammer ist halt dann. Ja, der Hammer sozusagen. Aber den brauchen wir nicht. Ich würde sagen, so ein Speer reicht mir. Man kann nicht schon so viel bauen. Und wir sind noch am Anfang. Wir haben hier noch ein Mühlwerk, was wir bauen können. Die Cooking Table haben wir auch immer noch nicht. Dafür brauchen wir wieder. Die Wellbleche, also man merkt jetzt schon langsam, wo die Reise hingeht. Ne? Es wird jetzt schon vielseitiger. Als man am Anfang so dachte, ja, hier so Larifari, so ein bisschen da sammeln, hier sammeln, wird es jetzt doch ein bisschen mehr. Kann das ja mal testen, an einem unschuldigen kleinen Tierchen. Zum Beispiel dieses Tier da oben, was uns attackiert hatte. Ah, ich habe jetzt auch hier die Daily Meilensteine für heute abgeschlossen. Auch nice, zufällig halt. Habe ich jetzt gar nicht drauf speziell geachtet. Der Vogel ist aber so ein bisschen der Endboss, oder? Reiht unser Leben auch hier vor Unglück. Oh, jetzt habe ich gegessen, jetzt zeige ich es dem Vogel aber. Bäm! Weg ist das dicke Hähnchen. Gut, ich habe jetzt aus Versehen sein Nest auch kaputt gehauen. Ich wollte es eigentlich looten, wenn es ging. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es war jetzt einfach zu schnell, aber ich wollte das Speer eigentlich mal ausprobieren. Jetzt haben wir ja wirklich mal einen richtigen Gegner bekämpft, der uns auch angegriffen hat.
Ist schon nicht ohne. So, hinlegen. Und schlafen bis morgen. Wir wollen ja gucken, was mit dem Laden ist. Ja, Hunting sind wir natürlich jetzt mehr gestiegen schon. Tiere fangen. Also Tiere fangen ist der Shit in Sachen Geld am Anfang. Also Tiere ist übertrieben, aber also Insekten. Wahrscheinlich dann, wenn man kleine Fallen baut, kommt man dann noch mal besser über die Runden. Aber Fliegen und Schmetterlinge verkaufen ist hoch im Kurs, sage ich mal. So, jetzt schauen wir doch mal nach. Arbeiten gehen voran, aber es ist noch nicht fertig. Es ist dann doch ein bisschen mühselig. Aber auch zum Beispiel hier sowas, das kann ich nicht abbauen. Das muss ich eine Schaufel für haben, ne? Ich will auch so ein paar Sachen noch ausprobieren. Wird also gebaut, okay. Hier natürlich ein Barbecue-Grill. Aber hier so eine Schaufel. Ja, das ist eine Schaufel. Die würde ich gerne haben. Und ihr kennt das ja aus solchen Spielen. Ich hole es jetzt einfach nur, um es auszuprobieren. Angeln. Angeln liebt ihr ja immer wieder in solchen Spielen. Genauso wie ich. Stardew Valley und Co. angeln immer ganz furchtbar. Aber wir probieren es dann mal aus. Ich würde das gerne alles halt nochmal ausprobieren. Ich werde nicht ausmachen und sagen, ja, das war's jetzt, sondern auch Dinge mit euch testen. Was beruhigt dich? Oh Gott, ging jetzt so schnell. Okay, jetzt habe ich den Dreck auf der Schaufel. Mach den Dreck dahin. Kann man hier quasi einen kleinen Gang machen. Kann aber auch, denke ich mal. Kann quasi einen See zuschütten oder die Insel nach außen erweitern, könnte man machen, wenn man das jetzt so insgesamt sieht, ne, dauert das ja ewige Zeiten, allein schon diesen Abschnitt hier so umzukredenzen, so ein bisschen wie man das haben wollen würde, das dauert ja ewig. Also bei Animal Crossing dauert das auch lang, ja, aber ich glaube hier so auf wenn man jetzt wirklich sich so sein kleines Inselparadies hier schaffen will, puh. Da man die Schaufel, beziehungsweise das auf der Schaufel halt drauf hat, die Erde, verkompliziert das die Sache da natürlich. Man hat sie halt nicht einfach im Rucksack wie bei anderen Games, sondern, ups, sondern hat sie dann auf der Schaufel liegen. Erde. Mach das jetzt nur mal zwei breit. Einfach mal aus Prinzip. Wie gesagt, ich wollte es mal testen. Denn das soll es ja auch sein, ein Testen von Dingen in dem Game hier. Okay. Ja gut, jetzt hätte man hier so Anführungszeichen einen kleinen Weg. Schön ist das jetzt hier nicht, aber wir haben es jetzt mal getestet und jetzt gucken wir mit dem Angeln. Oh Gott, da ist auf jeden Fall eine Qualle. Glaub, da ist aber auch ein Fisch. Hier, Fischi, Fischi. Na komm. Ganz schöner Köder, ein Plastikball, der da rumliegt. Begeistert sieht anders aus, würde ich mal sagen, ne? Würde gerne so ein bisschen in die Richtung auch des Fisches werfen. Jetzt natürlich andauernd woanders sind. Das genaue Ausrichten. Ist ein bisschen, komm, das ist jetzt schon sehr nah. Okay, der Fisch ist jetzt einfach verschwunden oder nee, da hinten ist er jetzt.
Ja. Es ist auf jeden Fall sehr spannend. Glaube, man muss gefühlt im Fisch drin stehen, damit Interesse da ist. Das ist nur jetzt angekippt, ne? Weiß doch nicht, so ein richtiges Zeichen dafür, dass der Fisch halt so sagt, yo, cool, da ist so ein Ding, da will ich jetzt mitgezogen werden. Arschlochfisch. Das Prinzip hier muss ich noch so ein bisschen schaffen. Boah, klappt auf jeden Fall wunderbar mit den Fischen. Haben da gar kein Interesse dran, ne? So. Okay, der Fisch ist jetzt eben dein da hinten drin. Also das Angeln, entweder mache ich irgendwie was gravierend falsch oder es ist halt sehr, ja, anstrengend. Da hinten ist ein Riesenhai oder was? Da hinten, krass, da ist wirklich ein Hai. In dem Mangroven da hinten. Fischi, guck mal hier. Vielleicht beißt der Hai ja an. Guck mal hier, Fischi. Ja, funktioniert auf jeden Fall gut, das Angeln. Klappt, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung, was ich da falsch mache, aber gut, wir wollen jetzt noch mal sehen, wie das Haus fertig ist. Das bringt ja hier irgendwie alles nichts. Ich will das Haus unbedingt sehen. Ja, nichts verdient. Das war jetzt auch ein enttäuschender Tag. Also der Tag heute war wirklich sehr enttäuschend. Nicht mal ein Fisch hat angebissen, also. Wir haben so einen kleinen Weg gemacht. Mehr ist da nicht passiert. Wie sieht es denn da hinten auf der Baustelle aus? Ist es fertig? Oh, sieht fertig aus. Oh ja, nice. Das Zelt da ist auch jetzt auch weg. Guten Tag, hallo, hallo. Oh. Lass uns mal reden. Du bist ja auch der einzige Händler und überhaupt. Besten Deals in der Stadt. Geschlossen. Warum? Ach, der hat jetzt auch echt Öffnungszeiten. Okay. Wir haben um 8 haben wir offen. Was ist denn heute? Es ist Sonntag und sonntags ist geschlossen. Wirklich jetzt? Dreckigen. Sonntags ist geschlossen. Gut, dann gehen wir noch mal schlafen. Was? Es hört sich immer so an, als würde der Fan einen Hund kläffen, wenn er lacht.
Okay, habe ich jetzt so nicht rausgehört, aber okay. Schlafen wir jetzt einfach nochmal. Ich will jetzt diesen Laden sehen. Das kann doch nicht so schwer sein. Da wird die ganze Zeit darauf hingearbeitet. Gut, das war jetzt. Ging so, die Arbeit. Natürlich, der Tag war noch enttäuschender. Wir haben gar nicht erst versucht, einen Fisch zu angeln. Aha, irgendjemand hat unsere Insel besucht. Interessant. Es ist auf jeden Fall Montag. Und wir können gleich in den Laden, aber. Ja, da was bist du denn? Theodore. Aha, ja, viele coole Sachen hier auf der Insel. Das ist so ein, ja, der versucht dann Sachen, Forschung zu betreiben oder so, sehe ich schon. Versucht das alles zu dokumentieren. Ah, natürlich, ein Museum bauen. Ja, ich sagte ja, es gibt noch viel mehr Möglichkeiten. Ja, ich soll mal mit der Fletch reden, mit der Oma und dann können wir das Museum setzen. Also den Bauplan bzw. das Grundstück und. Ach du Schande. Wie kann ich dann Essen kaufen? Könnte ich. Und hier haben wir dann die Basic-Spitzhacken. Dies, das. Und, Mein Pass. Okay, interessant. Metalldetektor. Stone Grinder. Furnace, also ein besserer Ofen als unserer. 30.800. Ja, Inflation schlägt hier auch zu. Railbarrow. Was ist das denn? Wheelbarrow. Ist das ein Reifen? Keine Ahnung. Eine Lampe? Haben wir die dann die ganze Zeit auch dann oder nutzt die sich dann ab? Aber richtig interessant, was ist das denn jetzt hier? Kann ich da jetzt Sachen. Kann man dann Sachen abbiegen? Richtig nice auf jeden Fall. Oma, hier. Eine Stadthalle, natürlich, die müsst ihr jetzt auch bauen. Also, alles ist jetzt momentan am happenen. Lass uns mal über die Stadt reden. Zeig mir mal die Deeds. Was? Ich muss die, ich muss. Ich muss die kaufen. Ja. Nee, I want to. Nee, ich will. Man muss da wirklich viel spenden, oder was? Oder wie verstehe ich das jetzt? So, da anpinnen. Meilenstein haben wir jetzt auch was erreicht. Mal wieder. Ein richtiges Haus haben wir jetzt quasi gebaut. Ich sage ja, die Nebenpunkte. In Animal Crossing muss man ein Haus über die Zeit abschreiben. Hier scheint, scheint man die Stadt Schulden ab. Ah! Oh, what? Ich muss quasi die Schulden abzahlen. Ich muss die Schulden abzahlen, damit die hier wohnen können und hier bauen können. Ja, das ist wirklich über Animal Crossing, dieses Abzockerprinzip. Man tut alles für die und da muss man das auch noch abzahlen für die.
Das ist ja nicht mal meins, das ist den ihrs und ich muss es abzahlen. Ich muss quasi den Laden jetzt abzahlen, weil die Stadt sich verschuldet hat mit dem blöden Bau des Gebäudes. Ja, also könnte man jetzt hier weiter Dinge craften, um Geld zu verdienen, halt weiter hier ausbauen, weiter erkunden, weiter machen, weiter tun und hin und wieder Sachen verkaufen beim Händler und dann die Schulden abzuzahlen. Und ja, kann er mal aus, noch mal aus Spaß das verkaufen, was ich jetzt einfach... Ach nee, das war ja gar nicht hier. Das ist ja jetzt sein eigener Laden. Die Dorfbewohner werden bestimmt über Zeit auch minimalste Beiträge einzahlen. So zumindest bei Animal Crossing, auch wenn man zum Beispiel eine Brücke baut. Also geht's mit der Zeit ein bisschen runter, aber ist es halt besser, wenn man selber noch mehr dazu tut, damit es schneller geht. Man, desto mehr Bewohner man hat, desto mehr Beträge kommen auch von den anderen zusammen. Aber es läppert sich halt auch mehr, weil die Kosten größer werden. Ja, so ein Hin und Her. Okay, ich verkaufe mal 11 davon. Das verkaufe ich. Keine Ahnung, hier kommen. Das gibt mir. Oh, doch noch viel. Okay. Ja, wahrscheinlich die Bretter. Ja, da oben ist jetzt auch am Kompass eingetragen, das D für das Dinkum, für das Geld quasi. Dass das das Geschäft ist. Ja, und das ist im Grunde genommen so das Spielprinzip. Weitere Bewohner, Museum, Stadthalle. Andere Bewohner, die auch eigene Häuser haben wollen, weiter ausbauen das Ganze. So funktioniert Dinkum, meine Freunde. Aber ich würde sagen, auch an dieser Stelle reicht es erstmal so zu zeigen. Die Resonanz auf YouTube war jetzt mäßig, waren jetzt nicht groß die Leute da. Und deswegen war jetzt auch nicht viel Widerspruch bisher, dass ich das weiterspielen soll. Deswegen werde ich das wahrscheinlich weiter jetzt für mich spielen. Und das war jetzt so der erste Eindruck. Macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Für mich alleine werde ich da noch eine Menge Zeit investieren. Vielleicht auch mit Freunden spielen und das Ganze weiter ausbauen. Ich kann es nur empfehlen, im Let's Play und als YouTube-Projekt, also als Stream, ist ein bisschen zu eintönig. Aber ich würde sagen, so auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel zum selber spielen. Vor allem dazu lädt es nämlich ein. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet dennoch Spaß in diesem kleinen Einführungsprojekt hier bei Dinkum. Mal gucken, vielleicht spielen wir es in Zukunft ja doch nochmal oder ja, etwas Ähnliches, weil ich glaube, als Let's Play oder Stream-Projekt ist das hier zu langwierig. Das selber zu spielen macht dann doch mehr Spaß, weil man von A nach B einfach Dinge macht, ohne drüber nachzudenken. Hier im Let's Play wäre es ja so, oh, ich muss jetzt gucken, Geld verdienen, den Shop ausbauen und so weiter. So würde ich jetzt für mich, würde ich halt ganz anders nochmal, ich würde ja in Ruhe erstmal mein Zelt da gucken, weiter ausbauen, mir bessere Sachen holen, besorgen oder was auch immer. Ich würde ja auch gucken, dass ich mich ein bisschen mit ausbaue und nebenbei Geld verdiene einfach. Und auch mehr die Insel mal erkunde, Sachen auf der Karte hier markiere, wo was ist vielleicht. Da kann man ein bisschen anders agieren als im Let's Play. Aber gut, ich würde sagen, ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet dennoch Spaß. Und hoffentlich sehen wir uns dann im nächsten Projekt und im nächsten Livestream wieder. Link ist unten in der Beschreibung. Jeden Sonntag um 15 Uhr ein neuer Livestream. Ich bin raus, bedanke mich und kein Abo vergessen. Unten in der Ecke könnt ihr auch noch ein Abo dalassen. Ich bin raus, bis dahin. Tschüss.